Und die Nürnbergerinnen eröffnen dieses Spiel im ersten Durchgang von rechts nach links. Und direkt mit dem ersten langen Ball, einen ganz kleinen Ticken, zu weit. Gibt es jetzt vielleicht die erste richtig gute Torchance des Spiels für die Nürnbergerinnen. Das sieht gut gespielt aus und es ist zumindest der erste Abschluss durch Nastassja Lein. Oh, guter Ball. Und jetzt die Augen aufmachen, gute Chance, Nachschussmöglichkeit vielleicht, große Möglichkeit und da ist die Führung. Das verdiente 1:0 für den ersten FC Nürnberg. 34. Minute. Jetzt könnte das zweite allerdings fallen, tut's nicht. Es war knapp. Und jetzt Dedic mit der Möglichkeit aufs zweite Tor und das macht sie. Das ist die Entscheidung. Und jetzt gibt es nochmal eine ganz große Möglichkeit aufs dritte Tor für den Club. Nein! Und jetzt ist Schluss. Der erste FC Nürnberg untermauert seine Spitzenposition. Total verdienter 2:0 Sieg gegen den SC Freiburg, der weiterhin im Kampf um den Klassenerhalt zittern muss. Der FCN ist hier seiner Favoritenrolle komplett gerecht geworden.